Ich bin Maritza Hiel, bin freiberufliche Tänzerin und wohne in Berlin. Und bin zurzeit in Göttingen, in meiner Heimatstadt, weil ich gerade Urlaub hatte und das jetzt noch so ein bisschen ausklingen lasse hier. Und so ein bisschen wie ein Resturlaub, den ich hinten dranhängen kann, weil ich das hier immer sehr genießen kann, hier zu sein. Wie gesagt, ich wohne in Berlin und arbeite als freiberufliche Tänzerin, was wunderschön ist, aber auch sehr anstrengend, weil ich das machen kann, was ich liebe und was ich machen muss, um glücklich zu sein. Das merke ich immer wieder, aber was ich halt auch oft hinterfrage. Aber ich glaube, das tut fast jeder, der irgendwie eine Art künstlerischen Beruf ausübt, sich fragen, ob einen das letztendlich weiterbringt. Also erfüllen tut es einen auf jeden Fall. Das kann ich jetzt von mir behaupten. Aber es ist halt nicht nur eine Freude. Es ist, künstlerisch tätig zu sein, heißt auch, dass man sich immer ganz kritisch mit sich selbst auseinandersetzen muss und nicht nur von anderen Kritik annehmen muss, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Choreografen arbeite oder einem Regisseur, sondern vor allen Dingen auch ganz klar der Kritik, die von mir kommt, mich selbst aussetzen muss. Was das Schöne ist an der Freiberuflichkeit, dass man so viel kennenlernt und man nicht an einer Stelle festhängt und immer wieder dasselbe wiederholt, wieder dasselbe arbeitet, sondern du hast die Freiheit, dir Projekte auszusuchen, die dir Spaß zu machen und neue Leute kennenzulernen und mit Leuten zu arbeiten, mit denen du gerne arbeiten willst, was eine wirklich riesige Bereicherung ist. Und andererseits muss man natürlich auch manchmal Projekte annehmen, wo man denkt, die interessieren mich jetzt künstlerisch nicht so, aber die halt finanziell einen weiterbringen. Und das ist halt das, wo man versuchen muss, in der Freiberuflichkeit oder als freiberufliche Künstlerin oder Tänzerin so die Balance zu finden. Also, dass ich mich künstlerisch ausleben kann und künstlerisch glücklich bin und meinen Weg finde und trotzdem, dass das finanziell alles ausgeglichen ist. Wenn ich tanze als Tänzerin, dann ist das auf zwei Bereichen. Also, ich bin tanze auf der Bühne im direkten Kontakt mit, also auf der Bühne, das heißt wirklich auf einer, wo das Publikum als Zuschauer da sitzt und zuguckt, aber vielleicht auch in site-specific works, also das heißt, dass ich tanze und das Publikum drumherum geht. Also es ist ein aktives Publikum, was mit mir geht und mich, wenn es will, auch berühren kann. Da gibt es nicht diese gesetzten Regeln, die es in einem Theater zum Beispiel gibt. Also es bedeutet, dass man Tanz aus diesem Raum eines Theaters rausbringt und das verschiebt natürlich diese Rolle von Performer, in dem Fall Tänzer und Publikum. Und das ist ganz spannend. Manchmal siehst du das Publikum richtig, also du kannst dir die einzelnen Leute richtig angucken und manchmal siehst du gar nichts. Du tanzt nur da und du weißt, dass Leute da sind, die dich beobachten. Und das ist schön, diesen Kontakt zu haben und natürlich auch sofort danach eventuell ein Feedback zu bekommen. Also manchmal kommen da Leute auf dich zu im Nachhinein, die du noch nie gesehen hast, die dann sagen, oh mein Gott, ich habe mich verliebt in dich. Und das ist natürlich unglaublich schön, das zu hören. Also das ist natürlich nett. Man weiß in so einem Moment natürlich nicht, was man sagen soll. Man sagt dann, oh, vielen Dank, das ist aber schön. Das freut mich, dass es dir gefallen hat. Und das tut es ja auch wirklich. Aber das ist so, das kann man wahrscheinlich in dem Moment nicht wirklich handeln. Also nicht das entgegenbringen, was es eigentlich verdienen würde in dem Moment. Aber es ist wunderschön. Das ist eine ganz tolle Arbeit. Beim Filmen ging es so, du hast einen begrenzten Raum in dem Moment, in dem du eine kleine Arbeitsgruppe, ob das der Regisseur ist, der Kameramann, der Dramaturg, vielleicht noch ein Lichttechniker, dann eventuell dein Choreograf oder dein Tanzpartner. Und die hast du und in dieser kleinen Insel, in dieser kleinen Blase arbeitest du und entwickelst du deine Arbeit und dann bleibt sie auch da drin für eine lange Zeit. Also selbst wenn es abgedreht ist, bleibt es da drin und ihr seid im Prinzip die was wissen. Du kannst natürlich Sachen nach außen tragen, indem du mit Freunden redest oder mit Familie oder Leute, die dich fragen, was du so gemacht hast. Aber letztendlich dauert es so lange, bis die ganze Post-Production, also das ganze Schneiden, das Bearbeiten, bis das alles fertig ist und es dann irgendwann veröffentlicht wird. Das kann sich über Monate hinwegziehen und erst dann hast du nach dieser Pause das, was du eigentlich auf der Bühne direkt im Anschluss hast nach deiner Performance. Erst dann ist es soweit, dass Leute die eigentliche Arbeit sehen, das Kunstwerk, und dann eventuell auch eine Resonanz oder ein Feedback zu dem geben können, was passiert. Und ja, das ist spannend. Und was auch spannend ist, ist, dass es was vielleicht den Reiz an der Bühne ausmacht, ist, dass du
wenn du Fehler machst oder wenn es mal nicht so gut läuft, dass du das ist da, das ist in dem Moment passiert und du kriegst es nicht, es ist nicht reversibel, es ist da, du kannst es nicht wegnehmen und du musst trotzdem es schaffen, es in das große Ganze mit einzubeziehen und dass es nicht falsch wirkt. Es gehört dazu, auch wenn es in dem Moment eigentlich nicht hätte da sein sollen, aber es ist Teil von dem großen Ganzen. Und das gibt es beim Film nicht. Beim Film schneidest du es raus und dann war es das. Also sind zwei ganz unterschiedliche Sparten, die einfach einen ganz großen Reiz ausüben und wunderschön sind für sich individuell.